Breaking Borders, was bedeutet das für Sie persönlich? Breaking Borders heißt für mich, rauszugehen, Sachen auch vielleicht, die schon aktuell da sind, aufzubrechen und vielleicht auch mal was Neues auszuprobieren, da man jetzt ja letztendlich jeden Tag quasi seinen eigenen Kampf gehen will, bis er seine eigenen Projekte voranbringen will. Und das heißt für mich dieses Breaking Borders, raus aus dem, wo man bisher drin war, mal was Neues auszuprobieren, gleichzeitig aber auch für Sachen zu kämpfen, für die man schon die letzten Jahre auch schon eingetreten ist. Freedom of Expression, was bedeutet das für Sie und konnten Sie da schon Erfahrungen sammeln, die Sie mit uns teilen möchten? Also Freedom of Expression heißt für mich einfach sagen zu können, aber auch denken zu können, ohne quasi die klassische Schere im Kopf zu haben, zu denken, naja, kann das jetzt mitgehört werden, darf ich das sagen, werde ich dann verfolgt? Und das ist letztendlich auch deswegen, wieso ich vor Jahren in die Politik gegangen bin, um nämlich genau für diese Rechte einzutreten, dass die hier in Deutschland gelten für jeden, aber auch weltweit gelten. Weil das ist, glaube ich, ein sehr starker Kampf, wo man als westliche Demokratie vorgehen muss. Und das will ich quasi unterstützen, weil das letztendlich Punkte sind, die für alle Menschen gelten müssen, die die eigenen Gedanken, die eigenen Worte, vielleicht die eigenen Schriftstücke publizieren wollen. Und deswegen halt auch der Kampf gegen Überwachung, für Datenschutz und natürlich dann halt letztendlich für Meinungsfreiheit so wichtig ist und deswegen halt auch jeden Tag neu wieder angegangen werden muss. Meinungsfreiheit im Internet. Wohin geht Ihrer Meinung nach die Reise? Ich habe gerade die große Sorge, dass versucht wird, die Freiheiten, die das Internet uns gibt, jedem von uns, die Möglichkeit, sich Informationen rauszusuchen, Informationen aufzunehmen, aber auch mit Freunden bzw. mit der Öffentlichkeit zu teilen, dass da versucht wird, quasi jetzt diese Freiheiten wieder zu beschränken, aus völlig unterschiedlichen Gründen vielleicht, durch den Staat, durch die Wirtschaft. Und dass das letztendlich der Punkt ist, wo man sagen muss, das ist eine neue Technologie, aber die bringt auch neue gesellschaftliche Prozesse dran. Und das ist natürlich, gerade was man auch jetzt die letzten Tage wieder sehen konnte, ist es natürlich verdammt wichtig ist, dass Menschen dieses Medium nutzen können, um ihren Punkten quasi einen gewissen Raum zu geben. Und deswegen ist Freedom of Expression und Internet für mich eigentlich die zentrale Diskussion, weil das das zentrale Medium für die kommenden Jahre bzw. Jahrzehnte sein wird. Und deswegen muss man dafür jetzt eintreten und sagen, es darf zum Beispiel keine Sperren geben, wie hier in Deutschland diskutiert wurde. Es darf keine Filterung geben von Content. Und das ist ein Kampf, den man jetzt aktuell führen muss. Das heißt, das wären auch Ihre Wünsche für die Zukunft des Internets? Ich will ein freiheitliches Netz haben, wo natürlich Regeln gelten. Klar, dass natürlich auch eine Strafverfolgung stattfindet, aber ich will ein Internet, an dem jeder teilhaben kann und was halt nicht kontrolliert wird, sei es durch den Staat, sei es durch Wirtschaftsunternehmen, die versuchen, das in eine bestimmte Richtung zu drehen. Ich will dieses kreative Chaos, was teilweise da ist, fortführen, weil das bringt sehr viel Kreativität mit sich und ist, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Baustein für eine lebendige Demokratie, weil man darüber Wissen teilen kann. Ich kann Wissen teilen, aber zum Beispiel auch kann der Staat darüber Wissen teilen und den Menschen zugänglich machen. Und das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Fortschritt, den unsere Demokratie gehen sollte. Und deswegen ist es, glaube ich, auch heutzutage so wichtig, dafür gerade jetzt einzutreten, weil es vielleicht in 3-4 Jahren schon wieder zu spät sein kann. Und wo sehen Sie Gefahren, Risiken oder auch Chancen? Also ich sehe auf jeden Fall sehr, sehr viele Chancen. Ich glaube, gerade die Möglichkeiten, dass noch mehr Menschen teilhaben können an diesen quasi digitalen Entwicklungen, sei es hier in Deutschland, aber auch weltweit, sprich ältere Menschen beziehungsweise auch in Entwicklungsländern, die Menschen teilnehmen können, da gibt es riesige Chancen, dadurch sowohl Demokratie zu stärken, aber auch gleichzeitig quasi diese globale Wissenslücke zwischen Nord und Süd zu schließen. Und Probleme, wie gesagt, meine größte Sorge ist, wie gesagt, zum Teil natürlich die staatlichen Vorhaben, die immer angegangen werden. Nicht nur hier in Deutschland, in Frankreich sehen wir gerade eine sehr starke Diskussion, wo Leute letztendlich für Bagatelldelikte theoretisch 6 Monate der
Internetzugang abgeschaltet werden kann. Und das sind Projekte, wo ich sagen kann, das ist nicht eine Welt, wo ich drin leben will. Und deswegen sehe ich da natürlich Gefahren, aber eigentlich überwiegen für mich auch, wenn ich in die Zukunft schaue, die Chancen, die wir jetzt eigentlich wahrnehmen müssen.